Guten Tag, ich komme direkt aus der Bundespressekonferenz, die Sie hinter mir sehen. Und ich habe Herrn Seibert heute noch einmal gefragt, ob denn jetzt bei den neuen Beratungen auch Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler, andere Fachrichtungen dabei sind, die wesentlich sind für eine Verschärfung des Lockdowns, zum Beispiel Psychologen. Und die Antwort war nein, es wird nur um die Mutationen gehen. Begründet wurde das unter anderem mit den Zahlen aus Irland. Und ich habe die dann gleich nachgegoogelt. In Irland sind zwar die Infektionszahlen gestiegen, aber es gab, so die aktuellste Zahl der irischen Regierung, gerade 13 Tode innerhalb von 24 Stunden, beziehungsweise Meldung von 13 Toten. All das habe ich dann Herrn Seibert gefragt. Und ich denke, die Antworten, die können Sie sich selbst ansehen und selbst ein Bild machen. Herr Reitschuster. Eine Frage an Herrn Seibert. Herr Seibert, ich bin etwas verdutzt. Und zwar zum einen von Ihrer Bundesbehörde, dem Robert-Koch-Institut, das heute früh meldete 214 Todesfälle in den letzten 24 Stunden. Dann sagte man, das sei ein Versehen gewesen. Es sind 445. Da wird dann immer wieder von den Wochenenden geredet, was ja 10 Monate nach Beginn der Pandemie man eigentlich im Griff haben sollte. Sie sagten jetzt selber abgeflacht die Zahlen. Sie begründeten die vermutlichen Verschärfungen mit den Mutationen. Sie nannten Irland als Beispiel. Ich habe es gerade gegoogelt, parallel in Irland 13 Tode innerhalb von 24 Stunden meldet die irische Regierung. Also sehr geringe Zahlen, gering in Anführungszeichen, das ist in jedem Fall schlimm. Die konkrete Frage, wer genau berät Sie da mit diesen Mutationen? Was haben Sie für Erkenntnisse? Und lassen Sie sich auch von denjenigen Fachleuten beraten, die sagen, dass die Mutationen im Hinblick auf letale Ausgänge nicht so dramatisch sind, wie das andere darstellen? Also, über genaue Auskünfte zur Pandemielage in Irland werden Sie sich sicherlich besser an die irischen Stellen oder die irische Botschaft wenden. Es ist völlig unzweifelhaft, dass Irland, das kann man auf jeder Grafik nachsehen, einen beinahe singulär steilen Anstieg der Infektionen erlebt hat, von einer Inzidenz unter 100 innerhalb relativ kurzer Zeit auf eine Inzidenz um die 1000. Inzwischen ist es, glaube ich, auch wieder ein bisschen darunter. Und der Chief Medical Officer Irlands, Herr Dr. Holohan, hat Mitte dieses Monats die neue Variante, die neue Mutante, für 45% dieser Fälle verantwortlich gemacht. So, das ist das, was ich jetzt über Irland sagen kann. En Detail sollten das tatsächlich irische Stellen. Es ist jedenfalls genug. Auch das, was wir aus anderen Ländern, aus Großbritannien hören, und das, was Wissenschaftler dazu sagen, darin ein neues und sehr ernstzunehmendes Risiko zu sehen, weil einen entsprechenden Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland möchten wir uns nicht vorstellen, weder Sie noch ich. Das würde unser Gesundheitssystem, unsere Krankenhäuser in eine noch viel schwierigere Lage bringen, als sie derzeit schon sind. Deswegen ist es richtig, als politisch Verantwortliche in Bund und Ländern das zum Anlass zu nehmen, um morgen noch einmal zu beraten, ob man und wenn ja, was man mehr tun kann, um zu verhindern, dass das irische oder ich werde es jetzt nicht auf eine Nation festlegen, dass diese Mutation sich hier auch stärker ausbreitet. So, und grundsätzlich habe ich das jetzt hier vielfach gesagt, sage es gerne nochmal, nimmt die Bundesregierung natürlich die gesamte wissenschaftliche Debatte in den Blick und nimmt sie auch wahr und zur Kenntnis. Und man ist nicht immer mit jedem gleich stark im Gespräch, aber das, was veröffentlicht wird, wird natürlich von den verschiedenen Fachebenen im Bundesgesundheitsministerium, im Kanzleramt, in den anderen Medien, in den anderen Ministerien auch ernst und zur Kenntnis genommen. Zusatz, bitte. Bei Irland begrenzen Sie sich jetzt auf die Infektionszahlen und nicht auf die Todeszahlen, aber eine wissenschaftliche Debatte, haben Sie ja neulich gesagt, sollen wir hier nicht führen, lasse ich das. Die konkrete Frage wäre aber nochmal, wer von kritischen Forschern, von kritischen Wissenschaftlern in Bezug auf Irland und auch allgemein Sozialwissenschaftler, Pädagogen, Wirtschaftswissenschaftler werden morgen die Bundesregierung beraten oder heute im Vorfeld?
Heute ist diese Fachanhörung, Expertenanhörung vorgeschaltet der morgigen Ministerpräsidentenkonferenz. Ich habe gesagt, dass wir im Anschluss daran, wie wir es immer machen, die Namen bekannt geben. Das liegt einfach daran, dass man nie weiß, ob es noch eine Absage kurz vorher gibt. Sie werden die Namen heute haben. Das ist ein Querschnitt durch verschiedene mit diesem Spezialthema Mutation und derzeitige pandemische Situation befassten Wissenschaftlern. Und ich sage trotzdem noch mal, die Bundeskanzlerin und auch die Bundesregierung nimmt nicht nur wahr und zur Kenntnis, was in einer solchen Expertenanhörung gesagt wird, sondern das gesamte Bild der veröffentlichten Wissenschaft. Sind Sozialwissenschaftler dabei, Pädagogen, Wirtschaftswissenschaftler? Da der Anlass der morgigen Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin dieses zusätzlich aufgetauchte Risiko eines mutierten Virus ist und die Frage, ob wir im Zusammenhang mit diesem neuen Risiko weitere Maßnahmen zur Infektionseindämmung ergreifen müssen, sind natürlich die Experten jetzt auch so ausgesucht, ich habe ja vorhin einige Gruppen, einige Fachrichtungen genannt, dass sie sich mit diesen Fragen befassen. Ja, das ist sehr erstaunlich. Wir haben Zahlen, die heruntergehen. Wir haben ein Zahlenwirrwarr. Wir haben jetzt eine Zahl der Toten, die auf ein Drittel gesunken ist. Und dennoch will man die Menschen noch weiter wegsperren. Man will sie noch strenger an ihre Wohnungen fesseln. Für mich ist das, ganz offen gestanden, nicht mehr rational nachvollziehbar. Und ich kann das nicht verstehen, vor allem wenn ich in Nachbarländer sehe wie Schweden oder Russland, das zwar kein Nachbarland ist, wo man aber ein ganz normales Leben eigentlich führen kann und wo deswegen die Zahlen der Toten auch nicht explodieren. Ich wollte dann von der Regierung noch wissen, wie sie dazu steht, dass in Norwegen 23 Menschen gestorben sind nach der Impfung. Die Norweger haben ihre Impfrichtlinien daraufhin geändert. In Deutschland ist das bislang noch nicht geschehen und man prüft jetzt erst einmal. Das wundert mich sehr, dass die Norweger hier auf Nummer sicher gehen, um ihre älteren Mitbürger zu schützen und die Deutschen erst noch einmal prüfen. Vielleicht sollte man sicherheitshalber erst einmal warten, so wie das die Norweger tun, aber sehen Sie sich die Antworten an. Die zweite Frage war die nach Medikamenten. Da wird ja auch sehr viel gesprochen und es gibt die Vorwürfe, dass die Bundesregierung da zu wenig tue. Sie hatte auch noch keine Antwort. Kann ich Ihnen ad hoc nicht sagen, müsste ich Ihnen nachreichen. Danke. Okay, Herr Reitschuster, letzte Frage aus dem Saal jetzt. Dann haben wir noch eine. In Norwegen sind 23 betagte Menschen nach der Impfung mit dem BioNTech-Impfstoff gestorben. Man hat dort die Impfstoffrichtlinien jetzt geändert, weil man sagt, das ist zu gefährlich für vorbelastete ältere Menschen. Wie sieht es damit in Deutschland aus? Und die zweite Frage kurz, wie steht es mit den Medikamenten? Da gab es ja einige Hoffnungen, zum Beispiel Ivermectin. Man sagte, das könnte helfen. Kritiker sagen, man macht zu wenig in dieser Richtung. Wie ist denn da der Stand bei Medikamenten? Gibt es da Hoffnungen? Ja, vielleicht einmal kurz zu den Fällen in Norwegen. Also das Paar steht in einem sehr, sehr engen Austausch mit anderen europäischen Staaten, auch unter anderem in Norwegen. Zurzeit ist es so, es gab ja in Deutschland auch, und darauf hat ja sowohl, das haben ja sowohl Vertreter des RKI als auch des Paul-Ehrlich-Instituts immer wieder hingewiesen. Was wir zurzeit sehen, ist, dass in erster Linie besonders hochbetagte Menschen geimpft werden, beziehungsweise Menschen mit zum Teil schweren Grunderkrankungen. Dass es in zeitlichen Zusammenhang dann mit Impfungen auch vereinzelt zu Todesfällen kommen kann, das ist schon sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, daraufhin hat das RKI und auch das Paul-Ehrlich-Institut immer wieder hingewiesen. Zurzeit sehen wir allerdings keinen kausalen Zusammenhang zwischen einzelnen Todesfällen und tatsächlich der Impfung. Aber wie gesagt, das Ganze wird im Rahmen der Pharmakovigilanz sehr, sehr intensiv tatsächlich gemonitort. Aber zurzeit haben wir noch keine Hinweise darauf, dass es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und einzelnen Todesfällen gibt. So, die zweite Frage war mit den Medikamenten. Und die erste Weise, Sie sehen das anders als die Norweger, weil die haben ja schon die Richtlinie geändert, in Deutschland noch nicht. Wie gesagt, wir sehen zurzeit noch keinen kausalen Zusammenhang. Wir monitoren das sehr, sehr aufmerksam. Die Frage nach dem Stand der Medikamentenforschung müsste ich Ihnen tatsächlich nachreichen. Danke.
Okay, dann sind wir damit am Ende. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Bundespressekonferenz. Nächste Regierungspressekonferenz ist am Mittwoch. Danke. Wiederum. Ja, das war es heute aus der Bundespressekonferenz. Mich lässt das ratlos zurück, traurig, auch ein bisschen wütend, dass man also wieder nur auf bestimmte Wissenschaftler offenbar hören will. Und ich habe einen befreundeten früheren Vizeregierungschef aus dem Ausland gefragt, wie ist das denn in solchen Situationen? Und er sagte, eine Regierung holt sich immer die Wissenschaftler, die ihr das sagen werden, was sie wollen und was die Regierung sich wünscht. Er ging aber auch noch weiter. Er sagte auch, die Deutschen wollen offenbar in ihrer Mehrheit strikt weggesperrt werden und harte Maßnahmen. So einfach ist das in meinen Augen nicht. Ich denke, das wird auch aus den Medien massiv angeschürt. Aber offenbar ist hier tatsächlich die Nachfrage danach da, dass man eine autoritäre Führung wieder hat in Deutschland und die Bereitschaft zum Wegsperren ist höher als anderswo. Und noch viel wichtiger, hier wird das ja auch 110%ig umgesetzt. Ich habe gestern Focus Online gelesen und ich war wirklich entsetzt. Da ist immer nur die Rede davon, wo irgendjemand verpetzt hat, dass da irgendeine Feier war. Nachbarn gemeldet, hier wieder eine Denunziation. Mich gruselt es wirklich. Hätte nicht gedacht, dass so etwas in Deutschland noch einmal möglich ist. Aber ich habe trotz allem die Hoffnung, dass das Ganze irgendwann wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen wird. Ich meine die völlig übertriebenen Maßnahmen in meinen Augen und dass man sich endlich darauf konzentriert, diejenigen zu schützen, die in der Risikogruppe sind, für die dieses Virus wirklich gefährlich ist und dass man aufhört, hier die Gesellschaft umzubauen und dass diese Hysterie, das ist es in meinen Augen, dem Ende irgendwann angehört. Alles Gute, auf Wiederschauen. Grüße nicht aus Charlottenburg, sondern aus Mitte. Und zum Schluss mache ich jetzt hier noch einen kleinen Rundblick für Sie, damit Sie nicht nur mich sehen, sondern auch ein paar Impressionen aus Berlin. Mitte haben, das war der Bundestag. Hier ist die Spreebrücke und dahinter sehen Sie in der Entfernung den Hauptbahnhof. Alles Gute, auf Wiederschauen.